In diesem Fall Springböcke. Die Python greift das Opfer mit ihren Zähnen. Dann beginnt Phase 2, das Würgen. Jedes Mal, wenn der Springbock ausatmet, drückt sie noch fester zu. Die Atemzüge werden schwächer und der Griff der Schlange wird immer stärker, bis das Opfer schließlich tot ist. Jetzt setzt sie ihre Kiefer ein. Pythons kauen ihre Beute nicht. Sie zerlegen sie nicht einmal. Sie schlucken sie komplett herunter, beginnend mit dem Kopf. Ermöglicht wird das durch die Kiefer. Beide Kiefer sind ein weiteres Mal unterteilt. So verfügt sie über 4 bewegliche Teile, die alle über flexible Sehnen und Bänder mit dem Schädel verbunden sind. Alle 4 Teile bewegen sich unabhängig voneinander. So kann die Python Beute verschlucken, die 3-mal so breit ist wie ihr Maul. Die Zähne zeigen nach innen, so kann die Beute nicht herausrutschen. Dank dieser flexiblen Kiefer gleitet die Python über ihr Opfer. Kräftige Muskeln transportieren die Beute durch den Magen. Die Magensäure zersetzt sogar Knochen. Der Verdauungsprozess dauert extrem lange. Sie könnte mehrere Monate ohne eine weitere Mahlzeit auskommen.